Das erste Mal alleine beim Arzt war ich damals bei der Musterung bei der Bundeswehr. Wer war bei der Bundeswehr? Wer war bei der NVA? Was mit dir? Du bist Gefangener, oder? Leute, hallo! Bist du echt alleine? Leute, wir können dich nicht alleine. Wer war bei der Bundeswehr? Na also, meine Güte, ich habe schon Angst gehabt. Das hätte Gefangene gegeben heute. Leute, bei der Bundeswehr, bei der Bundeswehr und bei der NVA, da war das bei der Musterung ja so, ich denke mal, das war ähnlich. Da wird man ja erst so körperlich untersucht und dann gibt es so einen psychologischen Test. Weiß ich noch, kam ich rein, stand da so ein Oberstabsarzt, sagt, Krüger! Man wird ja mit Krüger angesprochen. Natürlich nur, wenn man Krüger heißt. Hat er gesagt, Krüger, jetzt geht's darum, ob Sie zum Heer kommen, zur Marine oder zur Luftwaffe. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine Badewanne voll Wasser, Sie haben einen Eimer, eine Kaffeetasse und einen Teelöffel. Ich sag, ah, und der intelligente Soldat nimmt natürlich den Eimer, damit die Wanne schneller leer wird. Sagt er, nein, der intelligente Soldat zieht den Stöpsel, Sie kommen zum Heer. Was machen Sie eigentlich beruflich? Ich sage, ich bin Gagschreiber, ich schreibe so Gags für Film, Funk und Fernsehen. Machen Sie mal ein Beispiel. Bin ich raus auf den Flur, hab zu den anderen gesagt, ihr könnt alle nach Hause gehen, ich hab den Job. Jetzt war ich also beim Heer. Nun ist das beim Heer ja verhältnismäßig übersichtlich. Da gibt's drei Grundregeln, wenn man die beherrscht, kann einem nichts passieren. Erste Regel, wenn es sich bewegt, grüß es. Zweite Regel, wenn es sich nicht bewegt, heb es auf. Dritte Regel, wenn du es nicht aufheben kannst, streich es oliv an. Mit den Regeln kommt man super durch, kann einem nichts passieren. Das Einzige, was wirklich beim Heer genervt hat, das waren die Manöver. Im Manöver muss man sich tarnen. Einmal war ich den ganzen Tag lang Baum. Ich finde das toll, dass ihr im Baum applaudiert. Das haben meine Vorgesetzten anders gesehen. Abends kommt so ein Unteroffizier vorbei, sagt, Krüger, Sie haben sich bewegt. Ich sag, jetzt ist aber gut. Als vorhin der Hund kam, mir ans Bein gepinkelt hat, ich Baum. Als das Liebespaar kam, mir das Monogramm in den Hintern geschlitzt hat, ich Baum. Aber als die beiden Eichhörnchen in meine Hose geklettert sind und gesagt haben, die Nüsse essen wir gleich und den Zapfen nehmen wir mit nach Hause. Bin Gefreiter der Reserve und das auch noch beim Heer. Als ich damals gedient hab, gab es noch die DDR. Falls ich heute die Berufung zur Reserveübung krieg, könnte es sein, dass ich sogar ins Ausland flieg. Denn ich bin Bundeswehrsoldat, toller Typ. Und ich hab mein Vaterland so furchtbar lieb. Wollte nie in meinem Leben was anderes sein. Und außerdem fiel mir auch gar nichts Besseres ein. Doch ganz egal ob Kongo oder Afghanistan, falls ihr mich wieder brauchen solltet, ruft mich einfach an. Mein Oliv, das liegt noch immer griffbereit im Schrank und als Einzelkämpfer bin ich eine Bank. Denn ich bin Bundeswehrsoldat, toller Typ und ich hab mein Vaterland so furchtbar lieb. Wollte nie in meinem Leben was anderes sein. Und außerdem fiel mir auch gar nichts Besseres ein. Und außerdem fiel mir auch gar nichts Besseres ein.